Es gibt einige Sätze, mit denen müssen Sie so richtig vorsichtig sein, weil hochsensible Menschen diese Sätze so richtig hassen. Dieses Video ist also gleich unter zwei Aspekten interessant für Sie. Entweder werden Sie erkennen, dass genau diese Sätze Sie tierisch aufregen, dann sind Sie wahrscheinlich hochsensibel, oder Sie werden sich dabei ertappen, dass Sie diese Sätze selbst verwenden und damit einige Menschen gegen sich aufbringen. Und dann haben Sie es womöglich mit Hochsensiblen zu tun und dann können Sie in diesem Video lernen, wie Sie besser mit diesen Menschen umgehen können. Mein Name ist Martin Wehrle, ich bin Autor des gerade erschienenen Buches »Den Netten beißen die Hunde«. Das ist auch ein Lesetipp für Hochsensible. Da geht es um Abgrenzung, auch um den Umgang mit Leuten, die einem ausbeuten. Und ich bin Gründer der 365-Tage-Challenge, mit der ich Sie jeden Tag Ihres Jahres begleite, inspiriere und auch stärke. Die Sätze, die Sie jetzt gleich hören werden, die kommen Ihnen ganz bestimmt bekannt vor. Denn diese Sätze, die rutschen einem eben leicht im Alltag über die Lippen. Und die meisten Menschen, die können gut mit diesen Sätzen umgehen, weil ihnen diese Sätze zum einen Ohr rein und zum anderen Ohr rausgehen. Aber der Wahrnehmungsapparat eines hochsensiblen Menschen, der funktioniert vollkommen anders. Der gleicht einer Lupe, er nimmt die Dinge deutlicher wahr als der Durchschnitt. Ein Hochsensibler, der hört nicht nur Geräusche intensiver und lauter, der riecht nicht nur Gerüche intensiver, sondern er wird auch tiefer von Worten berührt. Er nimmt die Worte wörtlich, er hört zwischen den Zeilen, er fühlt die Worte regelrecht und damit ist er natürlich viel leichter verletzlich als jemand, an dem die Worte abprallen wie Tennisbälle an einer Wand. Und nun zu den 5 Sätzen, die alle Hochsensiblen hassen und die sie folglich niemals zu ihnen sagen sollten. Und an 5. Stelle, da verrate ich Ihnen einen ganz fiesen Satz, den Sie niemals zu einem geliebten Menschen sagen sollten, sofern dieser hochsensibel ist oder hochsensibel sein könnte. Sonst zerstören Sie womöglich Ihre Beziehung. Der erste Satz, den Sie meiden sollten, der lautet: Sei doch nicht so empfindlich. Das ist ein Satz, den man schnell mal sagt, aber dieser Satz, der setzt ja eines voraus. Nämlich, dass der andere selbst bestimmen kann, ob er sehr empfindlich ist oder weniger empfindlich ist. Genau das kann ein hochsensibler Mensch eben nicht regulieren. Diese Empfindlichkeit, die ist in seinem Wesen, die ist in seinem Naturell angelegt. Man kann das schon bei Babys nachweisen und er kann sie nicht einfach abstellen, wie man so ein Radio durch einen Regler runterdreht, sondern die ist halt immer bis zum Anschlag aufgedreht und deshalb ist diese Empfindlichkeit einfach da. Und wenn Sie zu einem Hochsensiblen sagen, sei doch nicht so empfindlich, dann fühlt er sich natürlich leicht als ganze Person mit seiner Eigenart, mit seiner Hochsensibilität angegriffen und er kann mit diesem Tipp überhaupt nichts anfangen. Darum rate ich Ihnen, lassen Sie dem Hochsensiblen seine eigenen Gefühle, auch wenn diese Gefühle von Ihren Gefühlen abweichen, so wie Sie einem Menschen auch seine Haarfarbe oder seine Schuhgröße zugestehen. Und jetzt noch 2 Sätze, ehe ich Ihnen sage, welcher Satz eine Beziehung mit einem Hochsensiblen zerstören kann. Der 2. Satz, den Sie meiden sollten: Aber ich komme doch auch damit klar. Sätze dieser Art, die den Hochsensiblen vergleichen mit anderen. Ich halte das auch aus, alle anderen haben kein Problem damit. Sätze dieser Art, die sind besonders belastend. Denn welcher Eindruck wird beim Hochsensiblen erweckt? Es wird der Eindruck erweckt: Du bist zu schwach, du hältst zu wenig aus, du bist zu empfindlich, nimm dir ein Vorbild an allen anderen, denn die halten das aus. Ich will mal etwas dazu sagen, weil ich auch zu den Hochsensiblen gehöre. Man könnte den Spieß ja auch mal umdrehen. Man könnte auch mal sagen, dass der normale Mensch heutzutage viel zu viel aushält, ohne dass er aufschreit, ohne dass er aufheult und dass die einzigen, die noch nicht abgestumpft sind, dass die Hochsensiblen eben nicht falsch liegen, sondern richtig liegen mit ihren Gefühlen. Ich persönlich sage, jeder hat ein Recht auf seine Gefühle, der Hochsensible genauso wie der weniger Sensible. Darum tun Sie ihm keinen Gefallen, indem Sie irgendwelche Vergleiche starten. Damit machen Sie ihn schlecht, damit greifen Sie ihn an. Damit untergraben Sie seine eigentlich sehr gute Eigenschaft,
Darum möchte ich Ihnen einen Tipp geben. Sehen Sie davon ab, die Gefühle eines Hochsensiblen durch Vergleiche zu relativieren. Er ist eben anders als Sie oder als die anderen. Und das ist das gute Recht eines jeden Hochsensiblen. Und jetzt der dritte Satz, der Hochsensible auf die Palme bringt. Nimm nicht alles so persönlich. Das ist ein Ratschlag, der wiederum gut gemeint sein mag. Also Sie wollen vielleicht, dass der Hochsensible sich besser abgrenzt, dass er nicht alles an sich heranlässt, dass er sich nicht von Menschen trüben lässt, die gar keine Macht über ihn verdient haben. Aber was passiert, wenn Sie diesen Satz sagen? Natürlich fängt der Hochsensible an zu grübeln. Nehme ich die Dinge zu persönlich? Bin ich zu empfindsam? Er wird also sofort in eine Defizitecke gedrängt, als läge es an ihm und nicht an den anderen. Aber vieles, was ein Hochsensibler persönlich nimmt, das ist eben auch persönlich gemeint. Und entscheidend bei einer Botschaft, das wissen wir aus der Kommunikationswissenschaft, entscheidend an einer Botschaft ist eben nicht, was der Absender damit meint, sondern was beim Empfänger ankommt. Und wenn ein hochsensibler Mensch verletzt ist, wenn einem hochsensiblen Menschen etwas wehtut, was ein anderer sagt oder tut, dann ist das sein gutes Recht, so darauf zu reagieren. Und darum ist mein Tipp, überlassen Sie es dem Hochsensiblen selbst, wie persönlich oder unpersönlich er die Dinge nimmt, denn er kann sich das nicht aussuchen, das hängt von seiner eigenen Natur ab. Und jetzt noch der vierte Satz, den Sie meiden sollten, ehe ich Ihnen den Liebeskiller-Satz für Hochsensible am Ende verrate. Der vierte Satz lautet, mach dir doch nicht so viele Sorgen. Das ist wiederum gut gemeint, aber die Menge der Sorgen, die sich jemand macht, das ist ja nicht wie bei einem Kuchenrezept, dass man sagt, ich nehme jetzt 500 Gramm Sorgen und schütte sie in meinen Kopf, sondern diese Sorgen sind einfach da, weil der Hochsensible einen so empfindsamen Wahrnehmungsapparat hat, weil der Hochsensible über den Tellerrand schaut, weil der Hochsensible nicht nur über sich selber nachdenkt, sondern auch über die Menschen, die ihm nahe sind, weil er sich einfühlen kann in eine Situation, in eine Umwelt, in ein Tier. Er ist also jemand, der ganz sensibel in die Welt schaut. Und da ist es doch ganz natürlich, dass er besorgniserregende Dinge sieht. Und wenn er sich darüber Sorgen macht, dann ist das kein Fehler, sondern wenn er sich darüber Sorgen macht, dann ist das ein Nachweis, dass er jemand ist, der eben einfach sensibler als andere auf die Umwelt reagiert und dass er jemand ist, der auch über den Tellerrand denkt und dass er jemand ist, der auch Verantwortung übernimmt. Das ist eine wunderbare Eigenschaft hochsensibler Menschen, dass sie eben nicht nur für ihr kleines, begrenztes Leben sich verantwortlich sehen, sondern dass sie auch für andere Menschen mitdenken, dass es ihnen wehtut, wenn anderen etwas Schlechtes passiert, dass sie sogar weinen können, wenn sie eine rührende Szene in einem Film sehen. Die haben also ihr Gefühlsvisier wirklich immer aufgeklappt. Und deshalb, da kommen halt auch Sorgen rein. Aber wenn diese Sorgen reinkommen, dann kommen auf der anderen Seite auch viele gute Gefühle rein, da kommen viele Hoffnungen rein. Beides gehört zusammen, das sind Polaritäten. Also mein Tipp ist, sehen Sie dringend davon ab, einem Hochsensiblen die Sorgen verbieten zu wollen. Denn je mehr Sie ihn aus den Sorgen ziehen wollen, desto mehr zieht es ihn in die Sorgen hinein. Das ist die paradoxe Wirkung des Appells. Und jetzt komme ich zu dem Satz, den ich angekündigt habe. Das ist der Satz, den Sie niemals in einer Beziehung zu einem hochsensiblen Menschen sagen sollten. Wenn Sie mich fragen, sagen Sie es zu niemandem in einer Beziehung. Wenn du mich wirklich liebst, dann, und jetzt kommt irgendeine Bedingung, dann machst du mir das Frühstück, dann begleitest du mich zu meinen Eltern, dann fliegst du mit mir in den Urlaub an den Ort, wo du eigentlich nicht hin möchtest. Das ist deshalb ein so gefährlicher Satz gegenüber einem hochsensiblen Menschen, weil der Satz eine Botschaft enthält. Er enthält die Botschaft, ich zweifle daran, dass du mich liebst. Wenn du mich wirklich liebst, dieses wirklich ist die Frage, liebst du mich eigentlich? Und wenn Sie das einem hochsensiblen Menschen vermitteln, dass Sie an seiner Liebe zweifeln und dass er erst etwas tun muss, um diese Liebe zu beweisen, dann ist seine Beziehung zu Ihnen massiv gestört. Und dann ist es möglich, dass er nie wieder in diese natürliche Liebe hineinfindet,
die er eigentlich als hochsensibler Mensch besonders intensiv leben kann, mit vollständigem Vertrauen, mit einem großen Herzen für Sie, dann ist da ganz vieles kaputt. Also sehen Sie unbedingt von emotionalen Erpressungen ab, denn damit setzen Sie einen hochsensiblen Menschen unter Druck. Mein Tipp ist der, setzen Sie die Liebe eines hochsensiblen Menschen, wenn Sie keinen konkreten Anlass für Zweifel haben, setzen Sie diese Liebe immer voraus, verknüpfen Sie diese Liebe nicht mit Bedingungen, dann bleibt die Liebe rein, dann bleibt die Liebe gut und dann können Sie mit diesem Menschen wunderbar zusammenleben. Jetzt frage ich Sie, wie geht es Ihnen mit diesen Sätzen? Sind es Sätze, die Sie selbst ärgern und auf die Palme treiben würden? Sind Sie also hochsensibel? Oder haben Sie sich dabei ertappt, dass Sie genau diese Sätze sagen? Schreiben Sie gerne mal einen Kommentar. Ich bin da sehr gespannt darauf. Wir verlinken jetzt noch das Video über 5 Dinge, die nur hochsensible Menschen sehen. Das ist ganz, ganz spannend. Sie können es anklicken in der Infobox und wir blenden es gleich noch ein. Jetzt habe ich noch ein kostbares Geschenk für Sie. Ich schenke Ihnen mein Webinar, das 3-Minuten-Geheimnis. Da verrate ich Ihnen eine Methode, wie Sie mit 3 Minuten Aufwand pro Tag, nur 3 Minuten Aufwand, endlich das erreichen können, was Sie schon so lange erreichen wollen. Ich selbst verdanke dieser Methode alles, was ich in meinem Leben geschafft habe. Und ich glaube, das wird auch bei Ihnen funktionieren. Probieren Sie es gerne aus. Das Webinar ist vollkommen kostenlos. Klicken Sie hier oder oben in der Infobox. Ich freue mich jetzt, wenn Sie mit Glocke abonnieren. Dann kriegen Sie bei jedem neuen Video Nachricht. Bleiben Sie mir treu. Schauen Sie wieder vorbei. Ihr Martin Wehrle.